Es gibt einige Dinge, die finden die Frauen der Schöpfung überhaupt nicht gut. Sagen wir es anders, es gibt so einige richtig krasse Abtörner für Frauen und über die spreche ich heute in diesem Video. Ja, wir sollten uns immer wieder in den Kopf holen, was die Frauen der Schöpfung irgendwie gar nicht gut finden, beziehungsweise was für die Frauen ein krasser Abtörner ist. Denn gerade dann, wenn man zum Beispiel auf der Suche ist nach einer neuen Frau, ja, oder nach einer Freundin oder nach der Herzensdame für das ganze Leben, gerade dann sollte man diese Dinge auf jeden Fall beachten und immer im Hinterkopf haben. Erster Punkt, Macho-Gehabe. Wenn du zu den Typen gehörst, die denken, dass die Frauen jeden Mittag um 1 Uhr das Essen auf den Tisch bringen müssen und dafür verantwortlich sind, dir jeden Tag eine warme Mahlzeit zu kochen und grundsätzlich ja, ihr Territorium einfach nur die Küche ist, dann kann ich dir sagen, dass deine Denkweise möglicherweise ein bisschen veraltet ist. Mittlerweile können wir Männer natürlich auch gut kochen. A, freut es die Frauen, wenn wir Männer auch mal in der Küche stehen und Mann genug sind und selbstbewusst genug sind und uns auch mal selber was kochen oder vielleicht sogar die Frau bekochen. Aber eins kann ich dir sagen, dass jegliche Art von Macho-Gehabe, wie zum Beispiel dieses Beispiel, bei den Frauen alles andere als gut ankommt. Zweiter Upturn für Frauen, ganz klar, wenn ein reifer Mann keinen Benimm bzw. keine Manieren hat. Und damit meine ich nicht nur Tischmanieren, ja, Tischmanieren sollte eigentlich jeder mitbringen, gerade dann, wenn du ein Gentleman bist, aber ich meine auch ein paar grundsätzliche Dinge, wie zum Beispiel Danke, Bitte oder auch das höfliche Miteinander oder ein höflicher Umgang miteinander, ganz wichtig. Und auch gerade in Bezug auf Frauen, auch das andere Geschlecht ausreden lassen und auch zuhören, ja, das sind auch grundlegende Eigenschaften, die einfach zum Benehmen mit dazugehören und die jeder Gentleman da draußen auf jeden Fall mitbringen sollte. Der nächste Upturn ist, glaube ich, für jede Frau ein riesengroßer Upturn. Und zwar, wenn die Hygiene bei einem Mann nicht stimmt. Und damit meine ich grundsätzlich die Körperhygiene. Es geht nicht nur um Mundpflege oder um Haarpflege oder um die grundsätzliche Körperpflege oder darum, dass du deinen Vorgarten da unten einfach ein bisschen gestutzt hast. Jede Frau achtet darauf, ob ein Mann gepflegt ist oder nicht. Und gerade die Frauen, die achten gerade auch auf die Kleinigkeiten. Sind zum Beispiel die Fingernägel geschnitten? Sind die Fingernägel auch gefeilt? Solche Kleinigkeiten, darauf achten die Frauen. Und wenn die Männer nicht gepflegt sind oder auf solche Kleinigkeiten nicht achten, dann kann das ganz klar ein riesengroßer Upturn sein. Denn wenn die Frau sich schon vorstellt, vielleicht mal mit dir zusammen zu sein, vielleicht dich auch zu küssen, da ist ja die Hygiene das Allerwichtigste. Falls du übrigens regelmäßig informiert werden möchtest rund um das Thema Männerpflege, Outfit, Styling, Haarstyling etc., dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere auch die Glocke. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Und falls du Interesse hast an irgendwelchen Haarpflege- oder Körperpflegeprodukten, schau mal in die Infobox rein. Ich verlinke dir da ein paar. Vierter Upturn, über den Ex sprechen. Leute, ich glaube, es gibt keinen größeren Killer, und das meine ich gerade im negativen Bereich, wenn man gerade beim ersten Date über die Ex-Partnerin spricht oder über die Ex-Freundin spricht. Leute, das ist einfach so ein, ja, das muss einfach jeder drauf haben. Versucht einfach nicht über den Ex zu sprechen. Ich meine, wenn ihr langfristig in einer Beziehung seid, dann ist das vielleicht was anderes, da kann man mal einen Spaß über den Ex machen, aber gerade bei einem ersten Date oder wenn ihr gerade in der Kennenlernphase seid, versucht einfach dieses Thema Ex gar nicht auf den Tisch zu bringen. Das kann einfach nur zu komischen Gefühlen und Situationen kommen. Fünfter Upturn, zu viel am Smartphone zu sein. Wenn du nur am Smartphone abhängst und dein Gesprächspartner dir gegenüber nicht so wichtig ist wie dein Handy und du wirklich nur in dein Handy reinschaust, dann hast du ein Problem. Und das gilt nicht nur für die Frauen, denn das ist für grundsätzlich jedem, der dir gegenüber sitzt, ja, ein ganz klarer Upturn. Denn es ist einfach nicht cool, wenn man miteinander redet, ja, dann sollte man sich die Augen schauen. Es ist einfach nicht cool, wenn du dann dein Smartphone zückst und auf dein Smartphone schaust oder irgendeine Nachricht schreibst. Es gibt den anderen einfach ein super ungutes Gefühl und ist ein ganz klarer Upturn. Wenn ich übrigens merke, dass der Gegenüber sein Smartphone zückt und nicht mal mit mir rede, beziehungsweise nicht seine hundertprozentige Aufmerksamkeit auf mich, beziehungsweise auf dem Gespräch liegt, dann mache ich immer Folgendes. Ich sage dann gar nichts mehr. Und genau dann merkt der Gegenüber, oh, ich sollte vielleicht doch wieder zurück zum Gespräch gehen. Kleiner Tipp am Rande. Falls du der Typ bist, der zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar ist, ja, und immer Zeit hat für die Liebste oder für die zukünftige Liebste, dann, mein Freund, kann ich dir sagen, dann ist das ein ganz klarer Upturn. Denn es ist nun mal so, die Menschen wollen immer gerade das haben, was sie nicht haben können. Auch wenn du zum Beispiel gerade Zeit hast, kannst du auch einfach mal nur so tun, als ob du gerade beschäftigt bist, als ob du gerade arbeiten musst, als ob du gerade vielleicht was anderes zu tun hast. Denn wenn du 24/7 durchgehend immer für eine Frau available bist, ja, das macht dich einfach uninteressant und das ist ein ganz klarer Upturn für die Frauen da draußen. Was soll ich sagen, Leute? That's the game. Siebter Upturn, keine Passion haben. Wenn du dich für nichts und niemanden und irgendwie für gar nichts begeistern kannst und kein Feuer in dir lodert, dann ist das einfach ein ganz klarer Upturn. Es ist egal, für was du dich begeisterst.
heißt das, ja. Es kann zum Beispiel für Fotografie sein. Sagen wir mal, du möchtest der beste Fotograf der Welt werden oder du möchtest der beste Kindergärtner der Welt werden, weil du halt Bock hast, mit Kindern zu arbeiten. Oder dir liegt Marketing irgendwie voll und du willst irgendwie in der Marketingabteilung arbeiten und du brennst für Marketing. Ganz egal. Hauptsache, du findest eine Passion, für was du brennst. Und wenn du das findest, ja, dann hast du auch richtig Bock, etwas nachzugehen. Falls du das aber nicht hast und überhaupt keine Motivation hast, irgendwas zu machen, dann ist das ganz schön lame, gerade für die Frauen. Achter Abturn, andere Frauen angeiern. Sagen wir mal, du bist schon in einer Beziehung seit einem halben Jahr und du bummelst gerade mit deiner frischen Beziehung durch die Stadt und freust dich, ihr schaut euch ein paar Sachen an und dann kommt dir gerade auf 12 Uhr eine richtig attraktive Frau entgegen, ja? Und wenn du dich dann umdrehst und ihr dann auch noch auf den Allerwertesten hinterher schaust, mein Freund, das findet keine Frau dieser Welt attraktiv, sondern nur noch unattraktiv. Stell dir mal vor, deine Freundin bzw. dein Partner schaut einfach anderen Leuten die ganze Zeit hinterher und geiert andere Leute an. Würdest du das gut finden? Ich glaube nicht. Auch wenn du mal mit deiner Liebsten durch die Stadt bummelst und auf 12 Uhr ein richtiges Geschoss, eine richtige Granate dir entgegenkommt, mein Freund, dann hältst du die Blicke bei dir und hast dich unter Kontrolle, denn sowas macht man einfach nicht. Hast du gehört? 9. Abturn. Ganz klar, wenn man nur über sich selbst spricht. Sagen wir mal, du bist frisch zum Date verabredet. Du triffst dich in der Bar mit einem neuen Date, ja, hast sie vorher noch nie gesehen und du sprichst ausschließlich 90 Minuten lang nur über dich selbst. Du erzählst, was für ein geiler Hecht du bist, was du schon alles erreicht hast, wie dein Job ist, was du im Sport schon erreicht hast und wo du schon überall gewesen bist auf der Welt. Und 90 Minuten lang ist es fast ein Monolog und du lässt die Frau kaum zu Wort kommen. A, könnte das arrogant wirken und B, ist es ein ganz klarer Abturn für jede Frau. Denn du musst ja auch der Frau signalisieren, dass du Interesse an ihr hast. Das bedeutet, sie muss ja auch was sagen. Heißt, lass auch eine Frau reden und rede nicht nur von dir selbst. Und bitte, 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 mach Folgendes niemals. Vergleiche niemals dein neues Date, deine neue Freundin oder deine Frau, deine Partnerin, wie auch immer, mit anderen Frauen. Das kann immer nur in die Hose gehen. Das schwöre ich dir in die Hand. Also komm gar nicht auf die Idee, irgendwie deine aktuelle Partnerin mit anderen Frauen oder Ex-Frauen zu vergleichen. Das kann tatsächlich immer nur in die Hose gehen. Egal wie du machst es da falsch. Also versuch der Sache schon vorab den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem du gar nicht erst diesen Gedanken hast, diesen Vergleich zu starten. So Leute, ich hoffe, ihr konntet aus dem heutigen Video was rausziehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ganz viel Spaß bei euren Dates. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.